Herzlich willkommen zu einem Insider hier bei uns auf OE24TV. Sie können es hinter mir sehen. Nach wie vor ist natürlich das Coronavirus das bestimmende Thema des Tages. Es wurden historische Maßnahmen von der Bundesregierung heute ergriffen. Und ich darf ganz herzlich für eine Analyse im Studio begrüßen Isabel Daniel, die Politinsiderin der Tageszeitung Österreich. Vielen Dank fürs Kommen. Hallo. Und Richard Schmidt, den Chefredakteur von OE24TV. Hallo, auch dir vielen Dank fürs Kommen. Ja, die Bundesregierung setzt also Maßnahmen, die es in dieser Form noch nie gegeben hat. Es ist ein historischer Akt, wenn man so möchte. Das öffentliche Leben wird massiv beschnitten. Jetzt frage ich euch einfach beide mal, kam das alles zum richtigen Zeitpunkt, kam das zu früh oder kam das vielleicht zu spät? Wie seht ihr das? Also zu früh kommt es einmal ganz bestimmt nicht. Du sagst, das sind historische Einschnitte, das stimmt. Aber es ist auch eine historische Herausforderung. Also keiner, der derzeit hier ist, hat jemals so eine Krise erlebt. Ich will es jetzt nicht eins zu eins mit der spanischen Grippe vergleichen, die 1918 kursiert hat. Aber in Wirklichkeit ist es eine ähnliche Herausforderung für die gesamte Welt. Und da ist es leider nötig, solche Schritte zu machen. Es ist richtig, weil man muss erstens jedes einzelne Leben schützen und man muss auch schauen, dass man das Gesundheitssystem bei uns aufrechterhält. Weil ich habe jetzt gehört, dass die Angela Merkel hat in einer CDU-Sitzung, die gerade tagt, gesagt, 60-70% der Deutschen würden sich anstecken mit diesem Virus. Jetzt weiß man aus den Studien aus Italien, aus China, aus Südkorea, 20% von denen, die angesteckt werden, das klingt jetzt nicht nach viel, aber man muss die Summe anschauen derer, die angesteckt werden, also die dann auch tatsächlich die Covid-Erkrankung kriegen, brauchen eine Intensivbehandlung. Das ist für jedes einzelne Land eine Riesenherausforderung und deswegen ist es jetzt ganz, ganz wichtig gewesen, jetzt, ich sage endlich, Schritte zu setzen, damit man wenigstens versucht, diese Krankheit möglichst einzudämmen, zu verlangsamen, bis vielleicht Medikamente am Markt sind. Richard, wie siehst du das? Kamen die Schritte zur rechten Zeit oder vielleicht sogar ein bisschen zu spät? Vor allem das Einreiseverbot, das ist doch ein Thema, über das wir schon oft hier im Studio natürlich auch gesprochen haben. Das weiß ich auch aus privaten Gesprächen, das hätten sich viele vielleicht insgeheim schon früher gewünscht, dass man sagt, Einreisestopp für die ganz besonders betroffenen Gegenden. Naja, also ich bin da ganz bei Isabel. Also Gott sei Dank gibt es jetzt einmal ein hartes, korrektes, wichtiges Handeln. Und diese ganzen Firlefanz-Aktionen mit Fiebermessen am Flughafen und ein bisschen Fiebermessen, wenn nicht gerade Mittagspause ist, am Brenner. Also wir haben ja darüber berichtet, das sind ja Scherzaktionen gewesen, anders kann man es nicht nennen. Und irgendwann wird sich vielleicht auch einmal ein Minister vor einem Untersuchungsausschuss einmal dafür verantworten müssen. Also das war wirklich fahrlässigst. Ja. Und man hat, ich zitiere Pamela Rendi-Wagner, am 5.2., und die ist wirklich eine Expertin, also vor einem Monat hat sie gewarnt und gesagt, man muss den Flugbetrieb mit China und dem Iran einstellen. Es hat ein Monat lang gedauert, offenbar ist die Wirtschaftskammer so mächtig in diesem Land, dass man dann trotzdem weiterfliegen lässt und es wurscht ist, wenn dann weiter Österreicher gefährdet sind. Und das ist alles ziemlich schlecht gelaufen. Ja. Jetzt hat die Regierung die Chance genutzt, sich noch einmal positiv zu präsentieren. Das ist heute, glaube ich, sehr gut gelungen. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir erst am Anfang sind. Also ganz, ganz cool und gelassen, muss man sagen. Es wird sehr viele erwischen. Wir sind, und das habe ich heute aus dem Innenministerium wieder gehört, ungefähr zwei Wochen vorverlegt in einem Stadium, wie es jetzt Italien hat. Also wir haben 2 Wochen Vorsprung von Italien. Also wir haben jetzt die Zahlen, die Italien vor 2 Wochen hatte. Und wir müssen damit rechnen, dass sie auch derart ansteigen. Also Italien hatte, man kann sich das auf den Statistiken schön anschauen, vor 2 Wochen 152 Fälle und hat jetzt 9.800 Fälle. Wir müssen wirklich ganz cool und gelassen damit umgehen. Es werden da sehr, sehr viele Fälle total leicht verlaufen, keine schweren Krankheiten ausbrechen, aber es wird positiv Getestete geben. Leider wird es auch Fälle geben, die schwerer erkranken und für die muss dann genug intensiv
Material zur Betreuung vorhanden sein, dann muss es diese Betten geben. Und darum setzt man jetzt auch auf sehr viel Heimquarantäne. Ja. Weil wir gerade bei dem Thema sind, wir haben jetzt exklusiv einen Bericht auf OE24.at, das ist jetzt eine ganze Schulklasse aus Wien 19, aus dem 19. Bezirk, auch in Quarantäne geschickt worden, weil ein Mädchen, eine Schülerin aus Niederösterreich, die in Niederösterreich lebt, aber in Wien zur Schule geht, auch positiv getestet worden ist. Ja, aber da kommen wir gleich zum Punkt, wieso, da wird eine Schulklasse geschlossen. Im Lycée, in der französischen Schule, die ich auch besucht hatte, war auch ein Kind. Und da wurde aufgrund der französischen Anordnung, weil Kinder gehen auf die Toiletten, Kinder spielen im Hof miteinander, da gibt es einen Austausch, da wurde reagiert und wurde gesagt, die ganze Schule wird geschlossen. Und ich glaube, was wirklich den Leuten klar sein muss, weil ich höre das immer wieder, das ist ja Hysterie und das ist ja ein Blödsinn und warum reagieren die jetzt auch so über? Da muss man sich schon langsam fragen, ob das lauter Leute sind, die eigentlich überhaupt keine Verwandten haben, die vielleicht älter sind, die vielleicht kränker sind, die keine Freunde haben, die vielleicht oder sonstige sind und vielleicht einmal wirklich einmahnen die Verantwortung, die wir als entwickelte Gesellschaft haben. Es hat der Sebastian Kurz, das hat er aus meiner Sicht sehr gut gemacht, wie er heute geschildert hat, dass er sich bei einem aus dem Einsatzteam bedankt hat und der hat ihm geantwortet, ich mache das für meine Mutter, weil und dann die Frage gestellt hat, will irgendjemand damit leben, dass er die Mutter oder die Großmutter oder den Großvater oder den Vater mit einem für diese Menschen höchstwahrscheinlich tödlichen Virus angesteckt hat? Ich möchte noch ganz kurz zu dem Fall. Das ist ja noch gar nicht zu Ende, das ist ja noch viel schlimmer. Da sieht man wieder das ganze Behördenkakanien, das wir in Österreich haben. Weil nämlich die Schülerin aus Niederösterreich ist, ist die niederösterreichische Landessanitätsdirektion für den Fall jetzt in Wien zuständig und hat das verhängt, dass die Klasse in Quarantäne kommt. Also Himmel noch einmal, also wenn die Schule in Wien ist, dann ist entweder die Wiener Landessanitätsdirektion zuständig und sperrt die ganze Schule einmal. Dabei wollten wir doch demokratische Hürden eigentlich abbauen. Oder der Gesundheitsminister. Aber dass jetzt St. Pölten mitbestimmt, dass in Wien 19 eine Schule geschlossen wird oder wie viel geschlossen wird, das kann es doch gar nicht mehr geben. Wir schreiben 2020. Und das ist eine österreichische Lösung, oder? Nur eine Klasse dann unter Quarantäne zu stellen. Die Franzosen sind da rigoros. Das hatte man ursprünglich im Lycée auch vorgeschlagen, dass man nur eine Klasse absondert, wie das heißt. Und da das unter französischem Recht steht, wurde dann halt die ganze Schule geschlossen nach Absprache mit der Botschaft, die wiederum mit Frankreich abgesprochen hat. Die haben einfach andere Regelungen, da wird die ganze Schule geschlossen. Und ich glaube, was man jetzt endlich einmal machen muss, ist wirklich einheitliche Regelungen. Also ja, das, was heute passiert ist, war richtig, war wichtig, war gut. Es kam sehr spät. Aber es darf dieses Theater nicht weitergehen. Noch einmal, wir reden da von einer wirklich riesigen Herausforderung. Und da braucht man wirklich eine ganz klare Handhabe. Und da müssen alle genau wissen, wie man reagiert. Wenn ich einen Fall in der Schule habe, ist die Schule zu. Jetzt haben wir klare Regeln gesagt, gerade die es braucht. Gerade bei Punkt 2, nämlich bei den Veranstaltungen, ja, Indoor bis 100 Personen, Outdoor bis 500 Personen dürfen aber nach wie vor stattfinden. Das ist doch eigentlich auch eher so eine Lösung, bei der ich mir jetzt schon vorstellen kann, was die Leute dazu sagen. Die sagen, naja, und was ist da jetzt anders, wenn da nur 500 da sind im Vergleich zu vielleicht 600 oder 700? Ist das eine klare Regelung oder war da vielleicht auch so, wie du, Richard, gesagt hast, die Wirtschaft, wer auch immer, zu stark, um tatsächlich Veranstaltungen gänzlich abzusagen? Weil wenn ich es gänzlich absage, dann trifft es vielleicht auch Restaurants, Bars oder wie auch immer, wenn gar nicht mehr so viele Massen aufeinandertreffen dürfen. Ich glaube, das ist jetzt schon mal ein guter Schritt, weil da schreit die Wirtschaft eh auf, weil es natürlich sehr viele Veranstaltungen betrifft. Man muss dazu sagen, Österreich ist da eh sehr, sehr spät dran. Es hat ja Frankreich schon längst Großveranstaltungen gecancelt gehabt. Deutschland hat erst seit Sonntag dazu geraten. Die haben auch dieses Theater zwischen Landesgesetzgebung und Bundesgesetzgebung. Das erschwert es natürlich solchen Staaten.
Ich glaube, das wird man eh von Tag zu Tag evaluieren, weil wenn die Schreckensszenarien zutreffen, die in Italien sind, und deswegen bin ich ja der Meinung, dass das sehr spät ist, wenn man in Italien vor 2 Wochen gesehen hat, was gerade im Gang ist, dann könnten wir bald nicht mehr darüber reden, ob es 500 oder 100 sind, dann könnte es noch weitreichender werden. Ja, man wird ja vor allem ein bisschen an die Vernunft der Menschen jetzt auch appellieren können und sich jeder für sich denken können, gehe ich jetzt wirklich zu einer Veranstaltung, die mehr wie 10 oder 20 Personen hat. Ich würde jedenfalls glaubst nicht mehr... Glaubst du daran, dass die Menschen das können? Ja, also ist jeder für sich selbst verantwortlich. Wir leben in einem freien Land. Er soll dann halt bitte auch daran denken, zumindest ein Herz haben und an ältere Menschen denken, die er dann vielleicht ansteckt. Aber was ich noch zuerst sagen wollte, zum Thema politische Verantwortung, politisches Handeln. Also hier sollte entweder, so wie Pamela Rendi-Wagen das sehr gut gesagt hat, ein Overhead, ein Oberboss installiert werden, der wirklich wirkliche Fachkompetenz hat zu diesem Thema, der allen sagt, wo es lang geht, auch dem Innenminister, auch dem Gesundheitsminister, auch dem Kanzler. Oder man hat so ein Alpha-Tier im Gesundheitsministerium. Ja? Man hat das absolute Alpha-Tier, die Rampensau, die wirklich da in diese Coronavirus-Sache reinspringt und am Tag 3 Statements gibt, die alle aufklärt, aber die sich bitte nicht zurückzieht und von einer Pressesprecherin noch dazu Journalisten abwimmeln lässt. Also das wird sicher nicht funktionieren. So kann es nicht gut laufen. So wird es in Zukunft auch nicht funktionieren. Und man versucht hier diese Lücke zu füllen von diesem Fachmann, der an der Spitze steht. Rendi-Wagen hat das ja noch vor ihrer politischen Karriere sehr, sehr gut gemacht. Das war ihr Job, ja. Also das war ihr perfekter Job, muss man wirklich sagen. Und jetzt fehlt diese Person total. Sebastian Kurz versucht, das auszugleichen, macht das so wie heute auch sehr souverän, hat da eine sehr souveräne Leistung abgeliefert. Aber es muss im Alltag jetzt passieren, also es muss morgen wieder ein Statement geben. Die Leute müssen Informationen bekommen, die wollen informiert werden. Wir gehen jetzt einmal in eine ganz kurze Werbepause, sprechen dann aber weiter über die großen Maßnahmen, die die Bundesregierung heute verkündet hat. Ein Teil davon haben wir jetzt schon beschlossen, Veranstaltungen werden abgesagt, ab einer bestimmten Größe. Außerdem werden die Grenzen dicht gemacht für Italiener und Schulen und Universitäten und Fachhochschulen werden zumindest teilweise geschlossen, zumindest einmal die Räumlichkeiten. All das gleich nach einer kurzen Pause.